Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stempelwiese TV. Ich bekomme öfters Anfragen, unter anderem zu dieser Karte, wie man die erstellt. Und dachte mir, ich mache das jetzt mal ein kleines Video davon, weil ich weiß, dass viele, die dieses Layout nutzen für ihre Einladungskarte zur Hochzeit oder eben Dankeskarte. Und möchte euch jetzt zeigen, dass das halt relativ einfach geht und was wir dafür brauchen. Brauchen wir eine Grundkarte. Aus so einem Bogen A4 kriege ich immer zwei Karten raus. Man kann es so halbieren und die Karte dann einmal so und einmal so klappen. Ich halbiere sie halt immer längs. Bei mir gehen die Karten dann immer so auf oder eben so. Also bei mir sind die einfach nur längs halbiert. Ich finde es mal was anders, deswegen mache ich das so. Genau. So, wir brauchen jetzt dafür einmal die Grundkarte. Habe ich mir jetzt zugeschnitten zum Streifen, also so einen halbierten A4-Bogen bei 10,5. Das ganze A4 ist ja 21. Breit. So, und jetzt muss ich die Falz legen. Und die Falz mache ich bei, also ich lege das Papier hier bei A5 an. Ziehe mir die Falz. Dann kann ich die Karte schon knicken. Und habe somit schon mal die Grundkarte fertig. Bei dem vanillefarbenen Papier kriegt man, also ich brauche jetzt einmal diese für den Rahmen, brauche ich jetzt hier drauf, kriege ich jetzt vier solche Dinger raus. Dinger? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sprich so 1, 2, 3, 4. Weil je nachdem, wie viele Karten ihr machen müsst oder möchtet, müsst ihr halt dann immer vorher ausrechnen, wie viel Material dann benötigt wird. Wir müssen halt jetzt ausrechnen, wie groß das Maß ist. Und ich nehme immer 3 mm weniger. Sprich, längs mache ich es jetzt 14,5. Also fast die Hälfte. Und dann brauche ich in der Breite, sind es ja 10,5, also mache ich es bei 10,2. So, das ist einmal das. Und jetzt brauche ich ja das nochmal als der Wanne, nochmal ein Stück kleiner, also nochmal 3 mm weniger. Das wären dann 14,2 mal 9,9 Breite. Und das wird dann mit Weiß bestempelt und diesem Hintergrundstempel. Ihr habt hier den Hintergrundstempel. Da der so riesig ist, lege ich den immer hin. Ich zeige es jetzt nur mal trocken, weil ich habe es schon vorbereitet. Ich sage es euch gleich, warum. Ihr legt es den hin, dann nehmt ihr das Stempelkissen, macht das auf. Das Weiß ist ziemlich hoch pigmentiert, also deswegen auch sehr deckend. Betupft den Stempel, legt dann das ausgeschnittene Savanne-Papier, legt das dann so drauf, nehmt ein Schmierpapier und streicht das einmal so drüber. Und dann habt ihr euren Abdruck. Ich habe das jetzt vorbereitet, weil das Weiß, dadurch, dass das so hoch pigmentiert ist, ist die Tinte etwas zäh. Also nicht so wie die anderen Stampin' Up Kissen, die ja auf Wasserbasis sind und dadurch auch schnell in das Papier einziehen, ist es bei dem Weiß halt so, dass das halt ein bisschen länger zum Trocknen braucht. Das sollte man halt mal abends machen, die ganzen Blätter stempeln und über Nacht liegen lassen. Wer es jetzt ganz eilig hat, kann ja auch einen Föhn nehmen oder kurz über den Toaster halten. Bloß beim Toaster müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht euch das Papier verfärbt. Genau. Und
Dann wird das so übereinander gelegt. Ich sehe gerade, das ist noch zu lang. 14,2. Und hier müsste es dann hinhauen. Ja. So, das kommt da oben drauf. Und wie ihr seht, durch das Vanille entsteht eine Art Rahmen, was das Ganze schön kompakt macht. Das große Herz habe ich schon vorbereitet, weil ich das ja auch mit weiß gestempelt habe. Wichtig zu wissen ist hier, dass ihr immer erst stempelt und dann die Herzeln ausstanzt. Also nicht andersrum, weil da tut es euch viel leichter. Also das Papier wird dann einfach so weit reingeschoben in die Stanze. Und dann kann ich das nämlich hier wunderbar positionieren, wo ich halt haben will. Und kann dann so besser das Herz ausstanzen. Den Rahmen für das Herz habe ich mit der Hand geschnitten. Leider gibt es das Herz nicht noch ein bisschen größer. Deswegen habe ich das mit der Hand ausgeschnitten. Ist auch Fleißarbeit, aber ist auch Handarbeit. Einfach dann ein paar Millimeter größer lassen. So. Und ich mache deswegen den Rahmen dahinter, damit man eben das Herz auf dem Savannenfarbenen erkennt. So, und dann brauchen wir noch die Herzeln für die kleineren Herzeln für den Hintergrund. 6 Stück. 1, 2, 3, 4. Bei so Standsachen können dann eure Männer auch dabei helfen, dass ihr nicht alles alleine machen müsst. So, und jetzt bauen wir das zusammen. Zuerst das Vanillefarbene auf die Grundkarte. Und bevor wir jetzt das große Savanne draufkleben, müssen wir noch den Leinfaden drum binden. Einfach so zweimal drum, dann macht sie hier einen Knoten, am besten da, wo das Herzl ist, das große, dann verschwindet gleich der Knoten. So. Und jetzt tut sie das noch hintrapieren. So wie auf der Beispielkarte. Na komm her. So. Und dann habe ich das große Herzl ein bisschen mit Abstand hingeklebt, damit man das erkennen kann. Dafür gibt es dann diese Dimensionals. Einfach 3 Stück habe ich drauf gemacht. Ich müsste halt dann schauen, dass das halt passt. So ungefähr. So. Und dann klebt sie das große Herz drauf. Jetzt könnt ihr die Karte auf das Vanille kleben. So, und die kleinen Herzeln, die habe ich dann
vorher aufgelegt. So, dass es dann passt. So. Jetzt werden die dann einfach festgeklebt. Eins beiseite schieben. Klebepunkt machen. So, dann kann man die schon auflegen. Dann können die derweil schon trocknen. So, jetzt müssen einfach nur noch die großen Perlen drauf von der Perlenpalette auf die kleinen Herzeln. So, und schon ist die Karte fertig. Also wie ihr gesehen habt, kein Problem, kein großer Akt. Und eigentlich ganz einfach, gerade eben für, wenn man jetzt 50 Stück machen muss, ist das super. Geht das eigentlich flott von der Hand. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weiterhelfen damit. Sollten Fragen dazu sein, Fragen zu den Materialien oder Werkzeugen und was auch immer, dann kontaktiert mich. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!